Seine Auftritte schrieben TV-Geschichte, jetzt ist er zurück. Eminem eröffnet die Preisverleihung der MTV Video Music Awards in New York. Seine MTV-Auftritte schrieben Showgeschichte. Wie das Variety-Magazin jetzt bekannt gab, kehrt Eminem, 51, am Mittwochabend, 11. September, auf die Bühne der MTV Video Music Awards zurück. Fans in aller Welt sind gespannt, was der Rap-Superstar für seinen Show-Opener geplant hat. 2000, unvergessener Auftritt als Slim Shady. Spektakulär sind Preisverleihungen nur in speziellen Glücksmomenten. Ein solcher fand am 7. September 2000 in der legendären Radio City Music Hall von New York statt. Marshall Bruce Mathers III, besser bekannt als Rapper Eminem, sorgte damals für einen der spektakulärsten Auftritte des seit 1984 verliehenen Musikpreises. In weißem Unterhemd, hellblauer Jeans und mit hellblond gefärbten Haaren schrieb er Showgeschichte. Nicht allein, in seinem Schlepptau hatte er um die 100 Doppelgänger versammelt, die seine Live-Performance als The Real Slim Shady unvergessen machten. Eminem 8-mal nominiert. Am Mittwochabend, ebenfalls in New York, soll es wieder soweit sein, Eminem gehört die Bühne. Und Fans fragen sich, was der hochdekorierte Rapper dieses Mal vorhat. Eminem wird eine ohnehin an Stars reiche Show eröffnen und mit seinem Auftritt die Latte für den Abend vermutlich ganz nach oben legen. Anschließend ist der einst schüchterne Rapper aus Missouri gleich in 6 Kategorien nominiert: Video des Jahres, Bester Hip-Hop, Song des Sommers und die VMA's Most Iconic Performance für sein legendäres Medley aus Real Slim Shady und The VIM aus dem Jahr 2000. Männlicher Rekordpreisträger mit Peter Gabriel. Für Eminem ist es nicht die erste Eröffnung der MTV VMA's. Bereits 2010 eröffnete er die Show mit einem Duett seines Hits Love the Way You Lie mit Sängerin Rihanna, 36. Zuletzt stand er 2022 gemeinsam mit Rap-Kollege Snoop Dogg, 52, auf der VMA-Bühne. Hinzu kommen 13 VMA-Preise, die sich Eminem auf der Bühne abholen durfte. Damit gehört er neben Peter Gabriel, 74, zu den männlichen Rekordgewinnern des begehrten Video Awards. Die Liste der weiblichen Siegerinnen führt Beyoncé, 43, mit 25 Preisen an. Wie viele Preise räumt Taylor Swift ab? Beyoncés Führungsposition dürfte allerdings nur bis Mittwochabend Bestand haben. Schärfste Konkurrentin, ihr den Platz als Rekordsiegerin streitig zu machen ist, wer hätte das gedacht, Taylor Swift, 34. Der Megamusikstar unserer Zeit führt die Liste der diesjährigen VMA-Nominierten mit 10 an, gefolgt von Sänger Post Malone, 29, mit 9, die meisten davon für sein Duett mit Swift, Fortnite, und Eminem, Sabrina Carpenter, 25, und Ariana Grande, 31, mit je 6 Nominierungen. Schon wegen TV-Duell Harris gegen Trump verschoben. Die VMAs waren ursprünglich für den 10. September geplant. Der Termin wurde zwischenzeitlich als Datum für das TV-Duell zwischen Kamala Harris, 59, und Donald Trump, 78, auserkoren. Daher verschob MTV die Preisverleihung um einen Abend nach hinten auf den geschichtsträchtigen 11. September, den Jahrestag der Terroranschläge 2001.